Einen wunderschönen guten Tag. Heute möchte ich Ihnen gerne einige der häufigsten Fragen zum Thema Operationsroboter beantworten. Wir haben begonnen am 07.07.2020 mit der Roboterarmunterstützung in Bad Windsheim unsere Kniegelenke operativ zu versorgen. Seither versorgen wir an mehreren Operationstagen pro Woche unsere Patienten. Selbstverständlich ist der Operateur weiterhin derjenige, der Sie operiert. Oder besser gesagt, der Roboterarm ist nur ein unterstützendes Hilfsmittel, um ein optimales Operationsergebnis zu erzielen. Der Roboterarm wird im Vorfeld programmiert und kann entweder als Fräse oder als Säge eingesetzt werden, kann aber ohne die Bedienung des Operateurs gar nichts. Das heißt, dieses Hilfsmittel muss vom Operateur bedient, gehalten und geführt werden. Vorteil: Durch die Programmierung weiß dieses intelligente Werkzeug, wo es denn operieren darf und wo es nicht operieren darf. Sprich, wo gefährdete Bereiche liegen, die ich nicht verletzen darf während der Operation. Mit diesem Wissen ist der Operateur in der Lage, die optimalen Schnitte zu setzen, ohne eine Schädigung des Patienten zu provozieren. Nun, zunächst, bisher haben wir zweidimensional an Röntgenbildern oder im PC geplant. Jetzt planen wir dreidimensional mit Hilfe eines vorher durchgeführten CT. Mit Hilfe dieses CTs kann ich die gewünschte Prothese in der richtigen Größe, in der richtigen Position in den Knochen einplanen und bin mit Hilfe des Roboters während der Operation in der Lage, diese Planung auch direkt an den Knochen des Patienten zu übertragen. Der nächste Vorteil ist, dass ich während der Operation diese Planung noch korrigieren kann. Das heißt, ich kann Ihr Kniegelenk durchbewegen und die Bandspannung überprüfen und dann Feinkorrekturen an der Position Ihres künstlichen Gelenkes nochmal am Computer vornehmen und dann den optimalen Schnitt am Knochen durchführen. Und das wird dann durchgeführt mit Hilfe des Operateurs mit dem Roboterarm. Wir haben uns auf die Kniegelenke konzentriert. Wir versorgen ganze Kniegelenke mit Oberflächenersatz oder wir machen einen Teilgelenkersatz möglich mit Hilfe der Roboterarmunterstützung mit möglichst optimalem postoperativen Ergebnis.